Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die IAA Badge auf jedes beliebige Outfit bekommen könnt. Ja, dafür müsst ihr euch einmal meinen Job markieren, den ich für diesen Glitch erstellt habe. Dieser Glitch ist heute leider nur für die PlayStation 4. Und ja, bis morgen habe ich auf jeden Fall auch den Job für die PlayStation 5. Und ja, wenn ihr euch den Job dann markiert habt, müsst ihr einmal die Markierungsoption auf einstellen, so dass ihr die ganzen blauen Jobs angezeigt bekommt. Habt ihr das dann gemacht, dann begibt euch einmal genau zu diesem Ort, wo ich mich gerade befinde. Als nächstes ziehen wir uns jetzt das Outfit an, wo wir die IAA Badge dann drauf haben wollen. So, ihr begibt euch einmal zur Markierung, stellt euch genau dort in den gelben Kreis rein. Und nun spammt ihr einfach nur Steuerkreuz nach rechts. Ihr spammt jetzt die ganze Zeit Steuerkreuz nach rechts, so lange, bis ihr im Jobmenü drin seid. Immer noch Steuerkreuz nach rechts spammen. Und jetzt könnt ihr aufhören. Als nächstes, ja, werdet ihr jetzt sehen, dass ihr nicht in meinem Job spawnt, sondern in dem ULP-Job. Ist auf jeden Fall alles richtig. Ganz normal jetzt den Job starten. Seid jetzt im Job hier angekommen, begibt ihr euch dann zu eurem Apartment. Ihr geht dann einmal zum Kleiderschrank, speichert das Outfit einfach ab. Habt das dann gemacht, dann könnt ihr den Job ganz einfach übers Handy verlassen. Jetzt in der Open Lobby angekommen, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Stil, auf Outfits. Und dort wählen wir gerade das Outfit aus, was wir uns gerade abgespeichert haben. Und ihr seht, ihr habt jetzt die IAA Badge auf diesem Outfit. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.